Hallihallöchen da draußen, meine Lieben. Wir spielen heute Mortal Shell. Wie ich gerne mal zu dem Spiel sage, ist so auch wieder von, das, so von der Spielmechanik so wie ein dieser Souls-Teile sein. So Zoll-like sein und ich weiß, viele mögen den Begriff Souls-like nicht, aber es ist halt Souls-like. Und ich werde mir das Spiel erstmal anschauen. Ich werde es mit euch zusammen gemeinsam spielen. Und dann sage ich mal, let's start, neues Spiel, beginnen wir jetzt. Oh, mehr Spielplätze, geil. Manuskript des Trotzes. Ein zerfetztes Überrest eines Predigts. Okay. Jenseits der Welt des Bekannten wartet die Schwelle darauf, überschritten zu werden. Die sterblichen Hüllen sehen sich nach Sinn. Sie warten auf einen Einblick ihrer Wahrnehmung. Schon mega strange aus der Anfang. Man kennt es aus ich muss ja auch erstmal mit dem Spiel erstmal vertraut machen. Es leckt ein bisschen. Oh, es leckt gewaltig. Das liegt aber nicht an der Bitrate, sondern am Spiel selber. Stellen wir die Bitrate auf 60%. Ja. Es ist immer noch sehr krebsig gerade. Wie sieht's jetzt aus? Ich hab's auch gerade auf hochgestellt. Wahrscheinlich muss ich das Spiel erstmal einmal wieder verlassen. Zurück zum Hauptmenü. Ja, ich dachte mir schon, dass sowas wieder vorkommt mit einer Qualität. Dass das dann nicht so hundertprozentig flüssig ist. Stellen wir das auf hoch. Lieber auf Mittel. Jetzt bin ich gespannt, ob es flüssiger läuft. Streamcheck. Das Spiel hakt. Thank you.
Jetzt geht's aber auch mit der Auflösung. So. Es soll jetzt eigentlich flüssig laufen. L1, LT ist zum Verhärten, okay. Alles klar. Ich habe sowas wie einen ultimativen Schild. Alles, was mich berührt, wird direkt zerstört. Alles klar. Alter, was für eine Grafik das Spiel hat, aber... Jetzt habe ich eigentlich eine Waffe. Das soll eigentlich auch flüssig laufen, denke ich. Was zum? Der schlägt mit den Rücken des Schwertes. Ja, wie geil ist das denn? Inventar Höhen. Ja. Verhärten beim Angriff. Du kannst dich in den meisten Situationen verhärten, selbst beim Angriff. Experimentiere mit dem Verhärten zu verschiedenen Zeitpunkten. Okay. Warte mal, das muss ich aber noch üben. Das heißt, in diesem Verhärtungszustand, in dem Moment, bin ich dann am... okay. Gegenstände erhalten, vergängliche Zeichen, Zeichen das von der Verbindung zu der Welt der Sterblichen. Okay. Das Spiel ist halt sehr düster gemacht. Gefällt mir schon natürlich schon mal sehr gut.
Wenn die Ingame 20 laut sein sollte, schreibt es gerne in den Chat rein. Weil anderes Spiel, andere Settings halt. Ihr kennt das ja. Deswegen könnt ihr es gerne in den Chat reinschreiben dann. Hallo? Ist hier jemand? Scheint uns sehr ruhig zu sein. Ist durch den Kreis gelaufen oder was? Ach, come on. Ah, okay. B gedrückt halten, kann ich rennen. Mir auch keiner gesagt. Danke auch. Nani? Nicht schlecht. Ah! Es gibt ja keine Zeit, wo... Ja. Gerade mega ungünstig. Halbzeit oder was? Was war das? Was ist das jetzt? Will ich auf jeden Fall gleich einstellen nochmal. Den geht's zwar ein bisschen leiser. Fallgrim, ein Turm brummt, wo ein schweigendes Wesen über sein Schicksal sinniert. Hallo! Sind wir nur gelandet jetzt? Merkwürdiger Ort. Ist es besser zu Apples oder schlechter? Alles klar. Wunderbar, so wollen wir es ja haben. Wo wollen wir es haben? Aber es ist schon sehr interessant, das Spiel. Die Ekelleiche. Ja, ist es ja auch. Ist es ja auch, Rainbow. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich würde mal hoffen. Mortischer. Ah ja. Bäh. Krabbeln wir so aus die Hölle des Wahnsinns raus? Erblicken wir vielleicht immer noch mal das Licht? Wir werden sehen. Oh, sexy. Halleluja.
Immer noch so wenig Leben. Ein nackter Affe in dem Wald. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zimmer. Okay. Das hat wohl doch nichts zu bedeuten. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein... Ne, ist nichts. Das sieht ja schon ein bisschen mehr nach Dark Souls-like aus jetzt gerade. Er kann nur nicht richtig rollen, er kann nur so einen Sprintschritt machen. Falkrin. Oh, eine Loot. Griechen erhalten zwei Guadelkäppchen. Gedeiht dort, wo Blut vergossen wurde. Interessant. Auf dem Einblicken der Vergerblichkeit. Gegenstände erhalten Einblick der Vergerblichkeit. Interessant. Sie scheinen von Totenreich auferstanden zu sein. Das Einzige, was ich über das Spiel weiß, ist, dass... Gegenstände erhalten simple Laute. Gegenstände erhalten Tarubär-Reste. Okay. Kann man auch essen in dem Spiel oder? Scheint so. Ist das ein Checkpoint? Spüre Instinkt. Was habe ich mich. Da oben läuft jemand rum. Alles klar. Ich freue mich, wenn wir nachher noch andere Waffen bekommen. Ah, die wachsen dann wieder nach. Alles klar. Da oben müssen wir es hin. Oder vorne ist unser erster Gegner. Unser erster richtiger Gegner. Was ist das? Die Truhe ist verschlossen. Ah, okay. Oh, zwei Gegner. What the fuck? Wo kommst du denn her? Scheiße! Diese Fallen, die sind echt! Das war keine Zierde. Kann man die sogar da reinlocken? Yo! Die sind nicht nur für mich gedacht. Weil wir haben aktuell gerade... Oh nein, ich schau wieder! Diese verdammten Bärenfallen, ey. Komm her. Es hat die Bärenfalle nicht funktioniert. Toll. Da ist er da rüber gesprintet, der Dude. Das ist jetzt mies, Alter. Unser erster Tod natürlich. Okay. Ich glaube, das ist automatisch ein Checkpoint hier vorne. Na egal. Muss ich die Sachen jetzt neu aufheben oder ist das wie bei Dark Souls? Ich habe die Sachen schon aufgehoben und sind nicht mehr da. Der Pilz, der wächst nah, das ist klar. Aber sonst, ja, ist wie bei Dark Souls. Alles klar. Gut zu wissen. Dann können wir hier aber den Pilz... Ah ne, der braucht noch ein bisschen zum Wachsen. Ah, hier kann ich dann meine Seelen...
Verbrauchte Überreste aufheben. Rechts unten haben wir die Anzeige. Aber mir passt gerade noch was nicht mit der Kamera.